Das Interieur ist natürlich auch krass, Kalender hier. Ich glaube, der hat sich schon dreimal überschlagen mit dem Auto. Nachher 9,5 Liter Tank, wo das Methanol reinkommt. Ah ja, für die Kühlung dann. Genau. So, echte 57 PS. Digi, in Deutschland kommst du in so ein Showroom rein, die würden am liebsten ein Handy abkleben, ne? Junge. 750k. Ganz kurz, die Karre, mit der wir hier gerade rumcruisen, ist ein Kunde von Jimmy, glaube ich. Der will hier eine Stage 2 mit Downpipe. Jimmy hat natürlich wieder sich selbst übertroffen. Guck ja, mal ich hier. Ich habe gedacht, ich hol euch mal ab. Der ist doch gut, oder nicht? Ja, wunderbar. Oder? Ja, oder nee. Will ich doch lieber mit dem fahren? Ja, weiß nicht. Ach du Scheiße, Junge. Jimmy, du spinnst doch. Das ist schon wirklich harter Tobak, ne? Geistesgestört. Das ist schon harter Tobak. Das ist schon ziemlich geil. Das ist der V12 Biturbo aus dem 67. Einfach der V12 aus dem BMW. Hey man, what's up? You good, guys? Willkommen zu einem neuen Video bei Art About Cars. PP Performance Dubai. Und hier stehen schon wieder... Also, ja, egal. Ich nehme euch einfach mit. Ich zeige euch die Kisten hier. Rolls-Royce Cullinan. Man schwebt. It's like on clouds, you said. It's like driving. Exactly. And he showed me a video of the car, and the car is really fast. It's not slow. At all. But it's limited to 240, 250? It can go up to 250, yeah. 250? Yeah, yeah. Okay. Yeah. When Jimmy is in a good mood, then the tune will go over 300, no? Obviously. Cooles Auto, muss ich sagen, aber nicht für. Ich würde mir den, glaube ich, für 300k, auch wenn ich Kohle hätte, nicht holen. Ist nicht so meins. It's the same, I think, like in my M2 competition. Exactly. I think it's the same. V12 by Torque. Okay, but the engine cover looks fancy, no? Really? 6.75 liter. I think it's not the BMW engine, to be honest. It's a Rolls Royce engine, no? Yeah. Yeah? And the computer AC. 6.75? Crazy. Okay, we let it stand like this. It's a BMW engine. Das Interieur ist natürlich auch krass, Kalender hier. Fährt sich auch cool, aber wir werden das Auto auf jeden Fall nochmal in Action sehen, glaube ich, mit Stage 2. Puh, das wäre nice. Ich sehe schon geile Reifen. Gute Reifen. Gute Reifen, gutes Fahrwerk. Gute Tankstelle. Das sind gute Reifen, Leute. Ventus F200. Okay, muss ich mir mal merken. Ich weiß nicht, was die hier mit dem Toyota GT86 machen. Ach so. Herr Boss, Sie sind auch hier. Ja, schönen guten Tag, was ein Zufall, hallo. Rein zufällig, Herr Boss. Ja, Mensch. Rein zufällig. Du auch in Dubai, was machst du denn hier? Keine Ahnung, ich bin einfach hier gelandet und auf einmal waren wir hier, oder? Ja, ist verrückt, ne? Geil, Digga, geil, Bro. Ja, Track-Tour würde ich sagen, oder soll mal eins werden, oder? Also, hat auf jeden Fall schon die besten Tage hinter. Alter, guck. Alles Junge, ich glaube, der hat sich schon dreimal überschlagen mit dem Auto. Ey, man kennt es halt so aus den YouTube-Videos, ne? Aber jetzt selber hier zu stehen, ist schon eine andere Nummer, oder? Schon crazy, also ich finde es schon richtig geil. Das Logo habe ich damals schon gesehen in den YouTube-Videos. Ja, ne? Ja. Beziehungsweise bei Grip war es ja auch. Genau. Das ist crazy. Ja, ist echt heftig. Genau das. Ja. Ich habe schon eben zu David gesagt, ziemlich krass hier zu sein, weil man kennt es schon ein bisschen aus den Videos, man kennt es auch aus dem Fernsehen. Und jetzt selber hier zu stehen mit dir zusammen und die Möglichkeit zu haben, mal an die Autos zu gehen und so einen ganz kurzen Überblick, was hier so allein in der Garage steht. Machst du jetzt erstmal alle. Also ich weiß, dass der Methanol bekommt auf jeden Fall, weil du weißt ja selbst... Wasser-Methanol-Einspritzung. Genau, aber wir fahren hier mit purem Methanol, nichts mit Wasser gemischt, weil du weißt selber, hier Spritqualität, die sagen 98 Oktan, aber ob es nachher 98 sind, das steht dann in den Sternen. Ne? Methanol oder Ethanol in den Tank? Methanol. Warum? Also nicht in den Tank, der kriegt ja eine zusätzliche Einspritzung, das heißt... Ja. Bei der Y-Pipe hier. Und dann fahrt ihr dieses 109 Oktan-Zeug, dieses Race-Fuel. Beide muss er da nicht unbedingt fahren. Siehst du, hier sind zwei große Düsen, zwei sechser Düsen. Das geht über Ladedruck. Ja, ja. Also Dampfrad, klassisch. Dann hast du hier vorne nachher 9,5 Liter Tank, wo das Methanol reinkommt. Ah ja, für die Kühlung dann. Genau, und das ist praktisch eingeschmitzt. Klar, Kühlung und Klopfeigenschaft, ne? Weil 9, du hast halt kein Klopfen mehr dann. Ja, ja, ja. Krass. 9 und 7 geht jetzt weiter. Das Klopfen geht weg durch die Kühlung oben raus? Methanol. Also Methanol macht aus alleine, also bei meinem Porsche in Deutschland, mit Methanol zu ohne Methanol sind es locker 120 PS. Was sehen wir hier? V10? V10 sauber. V10 sauber, ne? Keine ja. Leistung. Keine Leistung. Nee, der kein Drehmoment. Der ist richtig sauber, der kriegt die Kraft rausgemacht. Ja. Unsere Abgasanlage, ne? Ja.
und halt ein bisschen Leistung, was kommt da raus? 30, 40 PS mit der Abgasanlage? Nicht so viel, ja. Aber hier geht es um die Emotionen, hier geht es um Sound, hier geht es um Ansprechverhalten, hier geht es um Flammen. Wollen die diese beim Zurückschalten die Popcorn? Die wollen alle Popcorn. Und dann kommt auch Flammen, ja? Weil dann... Nicht immer, aber je nachdem wie viel Sprit halt da ist. Und wie warm der gefahren ist. Genau. Okay, da stimmst du auf 98 Oktan ab? Ja. Okay. Ja. Das wird gelockt alles, geguckt, ob wie die Zündung ist, ob der Zündwinkel Rücknahmen hat und alles. Ja, Sprit ist natürlich ein großes Problem, ne? Sprit ist ein Thema. Sprit aber ist vor allem Thema. Das Problem ist, dass viele Menschen sich ja gar nicht damit auseinandersetzen mit Sprit. Ich habe auch in Deutschland dicke Karren, Alter, die kommen, dann sagen die, was ist Sprit? Dann sagt der E10, dann sage ich, weil sie halt wissen, was Sprit bedeutet. Ja, genau. Und du schwebst ja, ne? Ja. Und selbst mit den, was sind das, 23 Zoll? Ich glaube 24. 24, ne? Ja, 24 Zoll. Und selbst mit denen hast du das Gefühl, du schwebst. Du fährst nicht, du schwebst über die Straße. Das Fahrwerk regelt alles so weg. Das ist unglaublich. Das ist dein Studium-Rucksack? Ja. Als Student schon gehabt, ne? Wenn du das Auto nicht leisten konntest, dann hast du einen Rucksack gekauft. Ja? Eben. So, Jimmy muss ein bisschen arbeiten, wir lassen ihn in Ruhe. Oder er muss nur so tun, so ein bisschen besser. Ich hoffe, meine Kamera bleibt heil oder mein Mikro. Ich kann es danach, glaube ich, wegschmeißen. Weil es wird wieder so laut, dass man nichts mehr hört. Alle, die Kopfhörer anhaben, jetzt richtig aufdrehen auf jeden Fall. Das wird so geisteskrank. Nice. I'm ready. Man hört einfach nichts. Unterbodenbeleuchtung auch erlaubt hier in Dubai. Unterbodenbeleuchtung. Fast and Furious Style. Digga, geisteskrank. Absolut geisteskrank. Der Kunde sagt, es ist nicht laut genug. Es ist eben nicht laut genug, das müsst ihr euch überlegen. Also jetzt gerade Standgeräusch, wir können uns kaum unterhalten. Der Kunde will es noch lauter. Es kommt komplett lang. Das ist mein eigenes Wort nicht. Ja. Das ist nicht mehr Kaltstart, das ist einfach nur Klapper auf. Klapper auf. Einfach nur Klapper auf. Krank. Oh mein Gott. Jimmy hat wieder die Semislicks an. Semislicks. Die Semislicks schlafen, Alter. Das ist wirklich, Freunde, es ist komplett krank. Ich freue mich sehr. Wir sind jetzt eine Woche in Dubai. Ah, das ist auch dabei. Das habt ihr schon gesehen. Ah, guck mal. Ja, was geht, Leute? Alles gut, ey. Ich kann es gar nicht fassen. Ja, das wird wirklich eskalieren. Nicht heute, aber in den kommenden Tagen ein Straßenrennen mit beobachten und filmen dürfen. Das heißt, die Racing-Szene hier in Dubai, das wollte ich schon immer mal erleben, das werden wir definitiv hier bei unserem Trip zusammen auseinandernehmen. Da freue ich mich mega drauf. So krank, Junge. Am Wochenende fahren wir doch nochmal in die Wüste mit, meinte Jimmy. Und dann ruft er ein paar Leute aus Abu Dhabi, meinte er, weil die kommen dann mit verrückten, mit diesen ganz krank umgebauten Jeeps, gell? Echt? Ja, aber wir wollen nicht zu viel verraten. Meine Erwartungen an Dubai wurden mit Abstand jetzt schon übertroffen. Am ersten Tag, nicht mal am ersten Tag, am ersten Abend direkt. Und Jimmy ist einfach so ein entspannter, korrekter Typ, oder? Jimmy ist einfach ein geiler Typ. Ja. An der Stelle, Jimmy, wenn du das Video siehst, wir haben dich sehr lieb. Ja. Der Besitzer vom Cullinan ist da und zwar mit einem M8 Competition, komplett gemacht von Jimmy. Abgasanlage, Venturi-Ansaugung. Das Ding hat so um die 57. Mit dem Sprit hier wahrscheinlich 57, ne? So echte 57 PS. It sounds like a race car, man. It's like really racy. Schon Traum, gell? Schon geil, oder? Also Cutlass ist hier halt normal, ne? Absolut Normalität, gehört zum Standardprogramm.
Alter, der Sound, Junge! Du hörst die Lada. Was geht, Digga? Hey, alles gut? Schön, dass du auch dabei bist. Danke für die Einladung. Aber das ist halt auch Dubai, ne? Hier sind halt auch viele, viele Leute, man kann gut connecten. Das ist auch mega geil einfach. Ganz andere Vibe hier. Ja. It's insane, it's really insane. Oh my God, this... Hey, I'm Art, nice to meet you. Thank you, thank you. Thank you. Ey, auch die Gastfreundschaft hier ist einfach eine andere, ne? So, Digi, in Deutschland kommst du in so ein Showroom rein, da darfst du nicht mal, die würden am liebsten ein Handy abkleben, ne? Und hier so, die haben es halt verstanden so, dass du, dadurch, dass du kommunizierst, andere Leute auch Bock haben, hier hinzukommen. VIP Motors. Und jetzt beginnen wir unsere Tour. Also haltet euch fest, sowas habt ihr noch nie gesehen. Ja, also nicht auf einem Fleck, es wird wirklich heftig. Ja, Mann. Das müsste sogar ein Pure Sport. Chiron, genau, Pure Sport sein. Ganz krankes Teil. Alter Schwede. Geisteskrank. Guckt euch das an. Absolut geisteskrank. Geisteskrank. Ey, auf jeden Fall. Damit wir weiterhin für euch reisen können, nach Dubai können, würde ich mich sehr, sehr über ein Abo freuen und über ein Like auf dieses Video. Und wir gehen jetzt einfach mal mitten in diese kranke Supercar-Hypercar-Welt eigentlich schon, muss man fast sagen, rein. Modern Tradition, Mansory. Guck dir das Teil an. Was ist das für ein Schiff, oder? Schabrett Carbon und hier, guck mal, diese LED-Headlights. Da blendet man ja alles weg. Die feuern nicht weg. Aston Martin-Fraktion. Findest du Aston Martin geil? Art? Den? Ich würde sagen, mit dem Vantage, mit dem V8, als sie die Kooperation mit AMG gemacht haben, mit den Motoren und mit den ganzen Getriebegeschichten und sowas, da fand ich Aston Martin schon sympathischer als vorher, weil vorher war das technisch und optisch nicht so meins. Mhm. Danach wurden die so ein bisschen männlicher, auch geiler. V8, ne, aus dem AMG und hier haben wir einen V12 Biturbo. Ich glaube auch einen AMG-Motor. Der ist auch brutal breit, ne? Also fällt mir jetzt mal gerade auf. Die alten Aston Martin Modelle, die waren nicht ansatzweise so breit. Wenn man hier jetzt vorsteht, schaut euch das mal an. Boah, super. 3.3, das sind 750.000 Euro. Ja. 750.000. Für eine G-Klasse. Geistesgestört. Komplett geistesgestört. So it's like unique, it's like one of them, so it's yeah. Limited. What is your name? Ahmad. Ahmad. You are the manager here for social media? Marketing and operations. Marketing and operations, perfect. Thank you a lot for the possibility to be here. I mean, it's crazy. Thank you. Boah, Junge, 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 Junge. This SDO is fucking. So, Leute, einfach mal so einen random, einen coolen Typen getroffen. Random Guy einfach auf der Straße und die mieten sich gerade hier in Dubai in 27S. That's a weapon from 100 to 200. It's one of the fastest cars stock. I did 300 on Chase yesterday on 1.2 kilometer where there is no cameras. Yeah, bro. It's like it goes on to 300, like. You know. And if you have good fuel from Germany, like 102 octane. I put in super today, so. Yeah, so super is 98, but we have 102. I know. In Kazakhstan, so it's ethanol. It's fucking something else. Hi, I'm David. You rented this car? Yeah. Hi. Bro, how much you pay for renting this car? It's around 800 each day. 800 bucks. Yeah. So like 760 euros. Yeah, okay, 660 I see. Euros. All right, I see. Also 760 euro am Tag für ein 27S. This looks crazy, bro. From the front. Ey, das ist hier ein Sonnenuntergang, so wunderschön. Ein paar Bilder für Instagram gleich machen. Ein bisschen flexen, aber ja, was für ein Tag, was für ein Tag.